Ende können wir brauchen. Dann wird das sein, da drüben irgendwo. Ist schon markiert. Jetzt sind drauf, schau. Ja, noch einmal eine Runde fliegen. Oh, da liegt eine Sau herum. Oh, da brauchst du nämlich mehr wie einen Schuss. Geräuschkulisse gefällt mir halt nicht, weil... Wacht sich noch mehr Tieren an. Echt ein Aussichtspunkt, na dann. Der Wolf, da ist nix. Mann, da mal, ah, da sind ein paar. Schau, jetzt hat er aber. Ja, dann. Machen wir uns auf den Weg. Um eine Tierplage Herr zu werden. Ja, Tierchen. Oh. Weg. Ach, weg. Störe den Wolfsbau, okay. Ich was nimmt er mir so wahrscheinlich vom Lager? Ich hab gesagt, dass die was Wichtiges hätte. Hier haben wir eine Kiste. Ich sehe was schon. Dies zum Thema Abstand halten. Hehe. Naja, gut. Ich habe mich gewundert, dass das. Ich habe mich gewundert, dass der Pfeil die Explosion auslöst, eigentlich. So, das kann ich nochmal machen, oder? Macht nichts, das kann man sich schneller machen, jetzt finden wir sie gleich. Jetzt ratz, ratz, runter, runter, runter. Kamera raus. Nochmal. Einmal. Einmal. Zwei. So. Einmal daneben geschossen. Einmal daneben geschossen. Wieder. Sauberer Kill. Das ist aber wirklich alles andere wie sauber. Aber jetzt den Wolfsbau zerstören und ist von richtig guten Sicherheitsabstand. Das ist Fass. Das ist halt Fass.
Sau. Da bleibst. Weg ziehen wir gleich. Hört überhaupt nichts aus. So, pass auf. Jetzt wieder Retour. Aufs Moped und Retour. Aber nicht so schnell. Schau, das ist für den Krieg da. Sauft schon wieder. Unglaublich. Hey. Badra, wie geht's dir? Gut. Ich hab diese Felle mitgebracht. Ich dachte, ihr habt Verwendung dafür. Hm. Die sind gut, AJ. Aber behalte sie nur. Sie hat genug für ihre Tankerbilder. Wie war das, Tanker? Das hier handelt vom Leben eines Gurus. Das hier handelt vom Dämon Yalung. Hier geht es um die Göttin Kyra. Und das hier handelt von Badra, der nächsten Tarun Matara. Ich muss einfach wieder auf die Fragen eingehen, die hier im Twitch-Stream laufen. Er ist ein Freund des goldenen Pfads und wird dir für deine Hilfe danken. Longinus, sagtest du? Ja, er ist Waffenhändler und Priester. Ist das zu glauben? Longinus tickt nicht ganz sauber, aber wenn du Waffen brauchst, ist er der Richtige. Ich aktualisiere deine Karte. Sehr gut. Und tschüss. Ja, wie das Game so ist, ja, wie gesagt, ich bin momentan wirklich begeistert. Wer Far Cry 3 liebte oder mochte, wird Far Cry 4 auf jeden Fall lieben. So, hat mehr Schaden aus. Ich wollte was nehmen, neues mit da. Wie viele Punkte habe ich denn überhaupt? Ich habe einen Punkt. Weniger Schaden durch vorhin Explosionen, das ist super. So, Herstellung, ich kann irgendwas basteln, einen Waffengurt. Eine Seitenwaffe, na bitte, so. Baralfeld brauche ich dann für größere Geldtasche, Munitionsbeutel, brauche ich zwei Wildschweinhaut. Köche kann ich auch herstellen, wunderbar. Das war's nicht schon wieder. Der Grafisch schaut wirklich top aus. Die Stimmung ist einfach spitze, die Stimmung hier, die Gegend. So, genau, wir wollten ja was machen, nämlich, pass auf. Ich wollte ein bisschen fliegen gehen, da war doch irgendwo ein Drachen, war das nicht da? Scheiße. Mann! Da ist übrigens eine Kiste drin, schau. Stehen! Sau! Sein. Habe nichts mehr. Ich bin Sakra. Ja, sieht klar, greift die mir an. Das ist Wildschwein war das, oder? Wildschweinhaut, cool. Vorne ist auch noch eine Kiste übrigens. Hätte oben drauf sein. Ja.
So. Wir baden. Da was versteckt irgendwo? Da unten haben wir sie schon. Irgendwas markiert. Ja, da haben wir das Glockerl. Ich habe nichts zum Schießen. Du verdienst es, komm her. Jetzt kill den Weg, wo ich komme. Was er braucht. Übrigens gibt es in Far Cry 4 auch wieder die Sache, dass Waffen alt werden oder kaputt werden mit der Zeit. Das ist eine Sache, auf die man ein bisschen achten muss. Ja, wenn auf einmal einen Geist aufgibt. Scheiße, der Händler wieder. Sei gegrüßt. Servus, grüß dich. Verkaufen, Schnellverkauf, alles weg. Jawohl. Ich hoffe, das hilft dir auf deiner Reise. Das hilft mir sehr wohl. Ist du, da drüben steht der Drache. Schau, da ist er. Den schnappen wir uns jetzt einfach mal so zum Spaß. So, ein Blick auf die Karte wird gewünscht, da werden wir allerdings nicht allzu viel sehen, weil ich noch nicht erst einen Turm freigeschaltet habe. Aber, warte, was machen wir jetzt hier, bevor wir da erst losstarten? So, so schaut die Karte aus, und das ist der Part, der freigeschaltet ist, und da zoome ich mal raus, ja, ich kann nicht weiter rauszoomen, also hier ist mal alles weiß, weiß, weiß. Da ist alles im Nebel, das geht da rauf, da rüber, da. Die Map, die soll eine Spur größer sein wie bei Far Cry 3. Und da habe ich auch was übersehen, eine Beutekiste, schau. Wegpunkt setzen, sondern ist ja da mit dem Flattermann runter. So, dann. Kiste, die wir noch übersehen haben, da drüben, die holen wir uns dann. Da können wir mal Schleife fliegen, bevor wir da landen müssen. Da ist ein Turm, ich glaube, das ist der andere, oder? Wo war das eh der, wo wir waren? Da müssen wir mal schauen dann. Punktlandung, eieiei. Ja. So, die Kiste nehmen wir damit. Dann werden wir uns mal um die nächste Mission kümmern. Haben wir ein L auf der Karte. Da soll ich hin zum Longinus. Das brauche ich ja, das passt da ganz gut. Dann laufe ich einfach mal in die Richtung zu Fuß. Schade, dass ich ein paar Viecher erwische. Ja, es ist einfach sehr stimmungsvoll, das Ganze. Ja, fühlt sich wirklich so, wie wenn man eben daher gehört. Wenn ich das nur mal treffen, geht das super. Jetzt ist er auch nochmal erwischt, oder? Ja. Zack.
Munition ist aus, oder was? Eieiei. So, da waren noch 400 Meter. Was haben wir da? Da haben wir gar nichts. Dann laufen wir weiter. Kommt da sowas unter? So, da geht's rüber. Und wieder einen seltsamen Ort irgendwo. Warte, wo ist. Hä? Ah, es ist wieder irgendwo drinnen wahrscheinlich. Gibt sich irgendwo einen Höhleneingang? Frage ist nur wo, wahrscheinlich ganz unten irgendwo. Ah, was, da ist, oh, da haben wir einen Höhleneingang, schau, schau, schau. Wo muss das noch unterschauen? Da ist die Neugier wieder zu, ist die Neugier einfach wieder zu groß? Ich schau einfach mal rein, oder? Jalungsschlund. Wo ist, wo kommen wir da raus? Ich muss gleich raus, muss ich da runter vielleicht? Scheiße aus. Der Ort habe ich zwar entdeckt, und was mache ich mit dem Ort? Das ist die große Frage. So, warte mal. Ah, da kann man jetzt nicht drauf klettern, schade. Es gibt doch dann für sich, dass es so Schlingpflanzen gibt, die man besteigen kann, aber sieht nicht so aus. Nö. Dann. Ah, da ist sie da raus, ha, vielleicht. Aber nicht so ganz wie es ausschaut. Immer wieder rauf geht schon. Da komme ich drauf, da komme ich nicht drauf. Jetzt hätte ich wetten können, dass es vielleicht da was ist. Oder du bist neun. Ah, tja. Dann machen wir es einfach, oder? Moment. Muss unten irgendwo was sein? Da? Da gehen wir einfach raus, na bitte. Und da Kiste nach der anderen liegt herum. Oh, schau mal. Geldbeutel ist fast voll. Müssen wir den Geldbeutel vergrößern natürlich. Ja, und einen Coop gibt's ja, genau, einen Coop gibt's ja hier auch. Da wird jetzt wahrscheinlich noch nicht großartig viel los sein natürlich. Aber man kann ja auch die Story so starten. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, am Anfang habe ich ja auswählen können bei der Kampagne, ob ich sie alleine starten will oder ob ich sie starten will. Coop. Also können sich Leute einfach dann bei mir einbinden. Da brauche ich zwei Wildschweine halt vom Munitionsbeutel und für einen Geldbeutel. Was brauche ich da? Aralfell. Brauche ich jetzt nur eins. Und ich bin jetzt mehr offline unterwegs, aber du kannst natürlich im Coop dann auch. Im Coop kannst du alles spielen, außer halt die Story-Teile.
du kannst auch die Außenposten einnehmen, du kannst ja, herumfahren, dieses und jenes suchen und so weiter, das kannst du alles machen, aber halt nicht die Story-Punkte spielen. Das geht nicht, das soll was auf. Müssen wir auf die Karte schauen, wo ist denn dieses Baral-Zeug? Das sind die da, oder? Genau. Das ist faktisch hinter mir. Müssen wir geschwind mal suchen, dass ich mir da jetzt einen größeren Geldbeutel bauen kann. Das haben wir craften. Wo sind wir? Da rauf, da muss ich her. Gehen wir uns einmal. Da braucht man so eine Fichte herkommen. Muss aber nicht. Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht sogar. Schauen wir, vielleicht hier noch diese Berggruppe, haben wir das Glück und da steht ganz die Herde. Nein, tut's nicht. Ich glaube, die sind ausgestorben. Da tut sich ja gar nichts. Bitte, jetzt brauchen wir so Viecher, sind keine da. Jo, leider nein. Keiner da. Gut, dann gehen wir weiter. Will keiner seiner Geldtasche verarbeitet werden? Gibt es denn sowas? Überall zwitschern die Vögel, du hast irgendwelche Eulen oder sonst irgendwas, und da los. Hier blieben. Das hat schon seinen Stil, das Ganze da. Ich glaube, mit Far Cry 4 hat Ubisoft das richtig gemacht, was sie bei Assassin's Creed Unity falsch gemacht haben. Zumindest wenn man Medien Glauben schenken darf, dass Unity mordsmäßig Probleme hat oder so. Ja, weil da haben sie ordentlich was gebracht. Ah, da haben wir es doch schon. Ah, das ist ein Gebüsch. Das ist keine Tiere, da wird ausgestorben. Sonst kann er irgendwas da tut, dann laufen wir wieder da zurück und holen uns den nächsten Auftrag. So, oh mein, da gibt es ja schon eine Kiste. Das ist nichts, mein Ding ist voll. Na gut, egal. Willkommen, ich bin Longinus. Du bist Edgy. Willkommen in meiner Kirche, abseits der Kirche. Die Waffen verkauft? Natürlich. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Sie brauchen nur ein paar gute Waffen. Offenbarung 5.5. Ein sehr inspirierender Text. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Unser Erlöser. Und unser Erlöser kehrt zu uns zurück als Löwe, als ein Krieger. Also, da sagte ich zu mir selbst, würde Gottes Sohn wiedergeboren, welche Waffe würdet ihr wählen?
Was? Wenn Christus zurückkehrt, um die sieben Sieger zu brechen und die Entschuldigung zu bringen, kehrt er als Löwe zurück, oder? Ein Löwe braucht Zähne. Welche Waffe würde Jesus wählen? Deuteronomium 32, 47? Das ist kein leeres Wort für euch, sondern euer Leben. Oder Sprüche 19, 11. Ein vernünftiger Mensch kann seine Gefühle beherrschen. Ich habe keine Ahnung. Ein Soldat weiß es. Ein Soldat weiß es immer. Denn wir haben die Entrückung gesehen und überlebten sie. Man braucht Waffen, um Gutes zu tun, AJ. Denn jede Waffe ist eine Bibel. Und jeder Schuss ist eine Predigt. Und für jeden Funkturm, den du befreist von Pagans Lügen, gebe ich dir etwas. Zur Belohnung. Das ist Gottes Wille. Hier. Das ist für den Ersten. Banapur wird angegriffen. Wir brauchen Krieger hier. Sabah, was ist passiert? Sie werden angegriffen. Bleib weg! Und er sprach zu ihnen, gehet hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der gesamten Schöpfung. Ja, schräger Vogel, der Freund. War ein ordentliches Arsenal. So, ich muss jetzt drüber, irgendwo hin. Wo muss ich hin? In die Bude. Ich brauche ein Fahrzeug, eindeutig. Und los geht's. Abkürzen da. Ich wünschte, du könntest dich an damals erinnern, AJ. Deine Mutter und ich mit dir auf ihren Hüften. Ach, was waren das für Zeiten. Sie war nie glücklicher als damals und von mir kann ich wohl dasselbe sagen. Wir hatten viele Pläne, nicht nur für unsere Familie, sondern für Kyrat. Ich war nicht immer so. Mir fehlt diese Zeit aber. Es ist zu spät. Ich hab's versucht, wirklich, wirklich versucht. Dieses Land ruiniert dich. Lass dich nicht von ihnen runterziehen, AJ. Deshalb hat die Schwari dich nicht hierher zurückgeschickt. Hallo, Prinz. Feuer, Feuer. Oh. Was ist da jetzt los? Ach du Scheibe, da brennt ja ordentlich. Ich bin hier, Sabah. Wie kann ich helfen? Verdammt, bleib in Deckung und rette, wen du retten kannst. Ich bin in der Nähe und bringe gleich Hilfe. Säubere das Dorf von Soldaten der Army. Zu uns. Ist jemand Hubschrauber? Da oben. Freund, das ist glaube ich am besten, wenn nicht. Das ist glaube ich kein Umbringer. Wieder. Also das sind jetzt keine normalen Soldaten, das sind die bösen Jungs da. Schöne Knarre wäre ein Hammer. Ich
Da gibt's Equipment, das ist schön. Jetzt sind wir da mit dabei. So, die Feuerwurf sind die ganzen Typen. Da hinten. In die Schussbank laufen. Sorry, das tut mir furchtbar leid. Hier ist mit der Schussbank laufen, die Lady. Da stelle ich mich nicht ins Feuer, das war super. Ich bin ein König, ja, ein Popo, mein Freund, ein Popo. Wird mir Spaß! Ist da wer? Oder Heli ist da? Hat sich nur so ein Raketenwerfer schaß oder irgend sowas? Pass auf! Wo sind wir drauf? Gemeinschaftsbunker. Wir werden uns noch einmal den Map-Editor auch anschauen. Ein Wunsch, der im Twitch-Stream auch läuft. Da schauen wir noch einmal hin. Mal schauen, was es hier sonst noch gibt. In den Wegen des Gebäudes, ja. Ah, komm ich drauf? Die schreit aber komisch. Lass mal rein. Vadra! Vadra, wo bist du? Wo liegt sie rum? Wo ist es draus? Aus bei der Tür. Ich bin okay. Die Menschen müssen sie sehen, das beruhigt sie. Sie ist nur ein Kind, Sabal, und sie ist verängstigt. Ich bringe sie heim und dann kümmern wir uns um das Volk, okay? Danke. Alles wird gut. Das ist also der Preis für AJs Rettung. Wir attackieren Pauls Haus, er schlachtet ein ganzes Dorf ab. Das ist nicht AJs Schuld, sondern meine. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Sie haben den Außenposten. Und sie haben Geiseln. Gut. Erst den Außenposten. Ohne ihn können wir nichts machen. Komm. Ja, der Außenposten. Das wird unser nächster Auftrag werden. Aber wie gesagt, Mission beendet. Wir müssen mal rausschauen.
was der Map-Editor kann. Weil der Map-Editor... ja, das machen wir jetzt. Wir schauen es mal raus. Und zwar, die Frage ist, wie komme ich da raus? Moment da, so. Jetzt nochmal das Ganze beenden. Zurück zum Hauptmenü. Genau, das machen wir. Da springen wir mal zurück.